meine Lieben, nachdem der Sommer ein bisschen auf sich warten lassen hat, ist er nun endlich da und ich würde sagen, wir beginnen mal die Grillsaison. Und ich habe mich mit 7 weiteren sehr sympathischen und motivierten Food-YouTubern zusammengetan. Ich werde sie hier oben mal verlinken und weitere Verlinkungen findet ihr auch in der Infobox. Und wir wollen euch ein bisschen die Grillsaison schmackhaft machen, ein bisschen außergewöhnlichere Sachen mit euch gemeinsam kreieren. Und ich habe mir gedacht, ich mache ein vegetarisches Lahmacun. Ich weiß, ich spreche es vielleicht nicht ganz richtig aus für alle türkischen Zuschauer. Schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare, wie man es denn genau ausspricht. Auf jeden Fall ist es eine türkische Pizza und ich muss sie, weil wir ein vegetarischer Kanal sind, etwas vegetarisch gestalten. Und als allererstes kümmern wir uns um den Teig. Und da wir das Ganze auch ein bisschen gesund gestalten wollen, habe ich als Teigbasis Weizenvollkornmehl genommen. Das habe ich jetzt hier schon abgewogen. Für die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox meinen Blog verlinkt. Dort schreibe ich euch alles nochmal genau auf. Und zu unserem abgewogenen Weizenvollkornmehl brauchen wir ein bisschen Pep. Und deswegen ein halber Hefewürfel. Den gebe ich jetzt hier in lauwarmes Wasser. Zusammen mit ein bisschen Rohrzucker und vermische das erstmal. Kurz stehen lassen und wir brauchen noch ein, zwei Zutaten hier für unser Mehl. Einerseits Salz, darf nie fehlen. Ein bisschen Rapsöl. Ich nehme jetzt bewusst Rapsöl, nicht Olivenöl, weil wir werden unsere kleinen türkischen Pizzen auf den Grill werfen. Das heißt, es wird irrsinnig heiß. Und Olivenöl ist zwar bekannt dafür, dass es sehr gesund ist, aber es hat einen sehr niedrigen Rauchpunkt. Deswegen lieber Rapsöl, wenn ihr etwas sehr heiß erhitzen wollt. Wir machen eine kleine Mulde in die Mitte und geben unser Hefewürfelgemisch rein. Als allererstes vermische ich das mit der Gabel. Und ihr könntet jetzt auch eure gut gewaschenen Hände nehmen und das alles gut mit den Händen verkneten. Ich habe aber seit neuestem eine richtig tolle Küchenmaschine. Deswegen werde ich das schnell reintragen und die Küchenmaschine soll das mal so richtig bearbeiten. Und wir lassen den ganzen Teig für mindestens 45 Minuten stehen. Meine Küchenmaschine hat ganze Arbeit geleistet und jetzt sieht mein Teig noch relativ klein aus. Ich werde ihn aber jetzt an einen warmen Ort stellen und schön abdecken. Und dann in 45 Minuten wird auf jeden Fall größer geworden sein. Und normalerweise ist es bei der türkischen Pizza so, dass der Belag nicht nur tomatig ist, sondern auch mit Hackfleisch versehen. Das können wir jetzt natürlich nicht machen. Und als Hackfleischersatz nehmen wir heute ganz normale Reiswaffeln. Ihr könnt jetzt gesalzene oder ungesalzene nehmen. Ich habe jetzt hier ungesalzene. Und die zerbrösel ich als allererstes. Und dann nehme ich frisch aufgekochtes heißes Wasser und gebe das da drüber. Rühre das einmal um und lass das kurz quellen. Und nach wenigen Minuten werdet ihr merken, dass die Reiswaffeln schon weich werden und eher so eine wabbelige Konsistenz bekommen. Da ist unser Aufstrich natürlich noch nicht fertig. Wir brauchen einerseits Tomatenmark und zusätzlich noch Paprikamark. Wenn ihr keinen Paprikamark finden solltet, könnt ihr auch nur Tomatenmark nehmen. Dann noch klein gewürfelte Zwiebeln und etwas Blattpetersilie. Ich gebe jetzt noch Paprika klein gewürfelt und ein paar Cherrytomaten dazu. Ihr könnt aber hier sehr flexibel sein, also wer gerne Aubergine mag oder Zucchini, kann die auch klein würfeln und ebenfalls dazu geben. Einmal gut durchrühren. Und da unsere Reiswaffel nicht so wirklich einen starken Eigengeschmack hat, müssen wir jetzt noch kräftig würzen. Einerseits mit Salz. Und hier habe ich noch getrockneten Thymian, etwas Muskat und Pfeffer. Nach dem Abschmecken kann unser vegetarisches Hack jetzt einfach mal stehen bleiben. Ihr könnt es entweder in den Kühlschrank geben oder einfach nur auf die Küchentheke stellen. Und jetzt heißt es noch warten auf unseren Teig. Und zum Abschluss gebe ich jetzt noch ein bisschen Rapsöl dazu. Nicht zu viel, aber unser Lahmacun braucht das ein bisschen, damit es auch schön lecker schmeckt. So, 45 Minuten sind um. Es waren lange 45 Minuten, weil ich habe richtig Hunger. Und unser Teig ist auf jeden Fall schon schön aufgegangen. Ihr könnt den entweder jetzt als eins nehmen, dann habt ihr ein riesengroßes Lahmacun. Ihr könnt es in zwei teilen, in vier,
Ich werde es jetzt in 4 teilen, aber ihr könnt auch zum Beispiel ganz kleine Lahmacun machen. Das ist zum Beispiel für eine Grillparty auch eine richtig schöne Sache. Einmal nochmal gut durchkneten mit den Händen und dann wird das Ganze einmal rustikal mit den Händen abgerissen. Eure Arbeitsfläche mit ein bisschen Weizen, Vollkornmehl bestreuen. Und mit einem Nudelholz ausrollen. Wie eben die herkömmliche Pizza, die wir auch gut kennen. Und ich finde es fast am schönsten, wenn unsere Pizzen nicht ganz rund sind, sondern eher so diese fließende Form haben. Dann sieht das Ganze schon viel appetitlicher aus. Ich bestreiche das jetzt mit meiner Füllung. Oder eher mit meinem Belag. Und ab auf den Grill damit. Und nach 5 Minuten ist mein Lahmacun auch schon fertig. Mein Grill war jetzt volle Kanne aufgedreht, also volle Hitze drauf. Und dann habt ihr sehr, sehr schnell so einen leckeren Lahmacun fertig. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Infobox verlinkt. Und dort findet ihr unter anderem auch die Kalorienangaben, damit ihr wisst, wie viel von diesen guten Dingern ihr euch dann gönnen könnt. Und schaut doch mal bei den anderen YouTubern vorbei, die heute zwar noch kein Video hochgeladen haben, aber im Laufe der Woche. Und dann wünsche ich ganz viel Spaß beim Nachkochen, nein, Nachgrillen unserer leckeren Rezepte. Tschüss!